Hallo meine Lieben und willkommen zurück. Ja, es wird wieder mal Zeit, um ein bisschen Sparspiele zu spielen. Und zwar habe ich jetzt Lohn bekommen gestern und habe jetzt 200 Euro abgehoben. Und das wird jetzt verspielt. Und zwar fange ich erstmal an mit meinen großen Sparzielen. Das war ja der Ordner hier gewesen. Und da muss nämlich noch ein bisschen Geld rein. Und zwar habe ich nämlich bei den Notlagen mir 30 Euro entnommen letzten Monat. Da müssen wieder 30 Euro rein, dass ich wieder auf 400 Euro bin. Und das machen wir jetzt auch mal. So, hier kommen die 30 Euro wieder rein. So, ich hoffe, man kann einigermaßen alles sehen. Es ist mal wieder total dunkel hier, seit Wochen. So, plus 30 sind wir wieder auf 400 Euro. Heute haben wir den, was haben wir heute für einen 30. Ne, 31. 1. 22. Morgen habe ich Geburtstag am 1.2. Da kommt auf alle Fälle auch ein Video. Das werde ich hier dran anschließen. Ich habe nämlich schon ein paar Geburtstagsgeschenke bekommen und die will ich euch zeigen im nächsten Video. So, da habe ich das erstmal erledigt. Dann kommt in der Zahnreinigung nochmal Geld rein. Und zwar haben wir da schon 70 Euro drin. Da werde ich 20 Euro noch mit reintun, dass wir da 90 Euro drin haben. Da sind wir dann nächsten Monat auch fertig damit. Das ist schon mal schön. So, das tun wir erstmal weg hier. Heute haben wir den 31.01.22 plus 20 Euro sind 90 Euro. So, fehlen noch genau 60 Euro. Da bin ich auf meine 150 Euro. Das auch erstmal erledigt. So ist der Band erstmal abgehakt. Kommen wir jetzt zu meinen Sparspielen. Und zwar habe ich erstmal die beiden Binder. Und bei denen möchte ich 150 Euro sparen. Das ist eine Challenge. Ich wollte eigentlich keine Challenge machen. Und zwar will ich die überwiegend nehmen für Shoppinggeld, also für alles Mögliche, wie jetzt, keine Ahnung, Klamotten kaufen, wieder neue Kerzen kaufen und so weiter und so fort. Und da will ich dann schon gleich 20 Euro reinmachen. Wir hatten ja zwei Zehner abkreuzen. Da haben wir genau 20 Euro drin. Schreibe auch hier hinten gleich immer gleich drauf das Datum und wie viel drin ist. Da brauche ich jetzt keinen Tracker dafür. 20 Euro, das ist schon mal gut. Die kommen ja gleich rein. Das wird dann immer am Anfang des Monats gespielt, bis die voll sind. So, haben wir das auch erledigt. Deswegen habe ich das jetzt auch nicht in so ein Binder reingemacht, weil ich das immer als erstes bespielen möchte. Dann geht es weiter mit meinem ersten Sparspielbinder. Mal gucken, ob es Geld reicht. Ich bin gespannt. Wir werden jetzt erstmal Two Dice spielen. Da brauche ich jetzt erstmal meine zwei Würfelchen. So, das tun wir erstmal ein bisschen leer weg. So, wir haben eine 5 und eine 3. Hier ist die 3. Und hier ist die 5. Und die 5 sagt, gehe auf Feld 6 und Feld 4. 4 ist hier, 6 ist hier. Spare 5 Euro. Die treffen sich hier. Dann habe ich genau, spare 5 Euro.
Und das tun wir auch. So, kann ich hier schon mal was wechseln. 14 Euro sind schon drin. Ja. Ich tue, warte mal, 5 Euro haben wir hier. Die kann ich eigentlich auch schon gleich wechseln. In Scheine. Ne, kann ich noch. Oh, ne, warte mal, das kann ich auch wechseln. Die 2 Fünfer. Ne, 10er. Damals 15, 16, 17, 18, 19 Euro drin. Das ist schon mal sehr gut. Plus 5 sind 19. Da 31.01.22. Wenn der dann voll ist, schreibe ich hier hinten noch ein bisschen weiter. Das ist ja jetzt nicht schlimm, oder ich könnte es auch alles wegradieren. Mal gucken. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr das so macht. So. Dann spielen wir Gold des Drachen. Eine 3. Ja, mal so gucken, wie ich das jetzt am besten mache hier. 1, 2, 3. Und da bin ich auf dem Feld gelandet. Spare 7 Euro. Das machen wir auch. 11 Euro sind schon drin. 7 Euro kommen rein. Haben wir 18 Euro drin. So, 5er, 7. So, geht's weiter mit Waldspaziergang. Nehme ich mal einen anderen. Dann warte mal, ich mache das mal ein bisschen so, dass man das besser sieht. So. Da habe ich eine 3 gewürfelt. 1, 2, 3. Und da bin ich auf die Haselnüsse gekommen. Und die sagen mir, du sammelst Haselnüsse als Wegzehrung, spare 5 Euro. Und das machen wir natürlich auch. Kommen ja auch 5 Euro rein. Haben wir hier schon 14 Euro drin. Das ist sehr schön. Machen hier gar keinen Platz so richtig. So, was hat jetzt gesagt? 5 Euro, gell? Genau. So, haben wir das für diesen Monat auch schon gespielt. Jetzt geht's weiter mit dem 4 Jahreszeitenwald. Da werde ich jetzt auch nochmal einen Würfel nehmen, einen anderen. Nehme ich mal hier den grünen. Und das ist eine 3, wieder eine 3. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir waren. Wir waren hier oben. 1, 2, 3. Da komme ich auf die Bären. Und die Bären sagen mir, du kaufst dir bei einem fahrenden Händler Weintrauben für 3 Euro als Proviant. Kommt 3 Euro rein. So. Heute haben wir den 31.01.22. 3 Euro. Haben wir 11 Euro drin. Da kann ich doch bestimmt auch wieder wechseln. Ja, genau, das sind 3 Euro, 5 Euro,
Und die füllen wir wieder rein. Da wird dann nicht so schwer der Binder. So. Haben wir das auch erledigt. Dann geht es weiter mit Hungry Cats. Da benutze ich jetzt den gleichen Würfel nochmal. Oh, wir haben diesmal mal eine 1. Komme ich auch wieder auf ein Aktionsfeld. Und das Aktionsfeld ist hier unten. Das Katzenfutter ist teurer geworden. Würfel zweimal und spare die Summe. Das werden wir machen. Ich habe eine 2. Und eine 6. Jetzt habe ich natürlich keine 5-Euro-Scheine mehr. 2, 4, 5, 6. Das sind schon mal 8 Euro. Kann ich mal gucken, ob ich irgendwie wechseln kann. 14 Euro sind drin. Oh, das sieht gut aus. Das 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das kann ich wechseln. Das mache ich gleich in den 20er. Da tue ich nämlich den 10er raus, den 20er rein. Und die 2 Euro auch rein. Sind schon 22 Euro drin. Euro sind 22, 31.01.22, haben wir da schon 22 Euro drin, das ist schon mal sehr, sehr gut. So, jetzt gibt es weiter zu meinem neuen Spiel, was ich heute das erste Mal spiele, und das ist das Chakra-Spiel, bin ich auch sehr gespannt drauf. Nehme ich mal den Planwürfel. Und habe eine 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Und das sind 4 Euro. Die kommen natürlich hier rein. So. Jetzt haben wir den 4 Euro. Haben wir den 23. Ist mir schon passiert. 23. 4 Euro, sind 4 Euro drin. So. So, haben wir den ersten Binder auch fertig gespielt. Kommen wir zum nächsten Binder. Bin mal gespannt, ob das Geld überhaupt reicht. Es wird nämlich jetzt eng werden. Geht auch gar nicht mehr richtig zu der Binder. Kommen wir zu dem Planbinder. Spielen wir erstmal Dragaris. Dann nehme ich jetzt aber den anderen Würfel. Nämlich den schwarzen. So, habe eine 6 gewürfelt. Bin ich mal sehr gespannt. Wir waren hier bei, wo waren wir gewesen? Bei 2 Euro, glaube. Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,50 Euro. Die habe ich jetzt natürlich nicht. Aber ich habe 3,50 Euro drin. Da tue ich den 50er rein und tue den raus und tue den 2er rein. Und habe somit, müsste ich genau 5 Euro drin haben. Perfekt. 1,50 Euro sind genau 5 Euro. Der 31.01.23. So. Das ist ein bisschen blöd schreiben, weil das laminiert ist.
ein bisschen angeboostet, dass es ein bisschen trocken wird, dass es nicht mehr verschmiert. So. Na, geht zu. So, eine Möhre. Da muss ich jetzt meine kleine Box aufmachen. Da mache ich ja immer ein Kärtchen, aber ich werde, glaube ich, heute mal zwei Kärtchen aufmachen, umdecken. So, werde ich mal schnell mischen. Ich hoffe, ich reicht der Platz jetzt hier. Ich habe nämlich die Woche Urlaub. Das mache ich immer so, wenn ich immer Geburtstag habe in der Woche, mache ich immer Urlaub. Das habe ich bis jetzt jedes Jahr so gemacht. Und wie gesagt, morgen habe ich Geburtstag. Deswegen drehe ich heute das erste Video. Dann im Anschluss kommt meine Sachen, die ich bekommen habe zum Geburtstag. Die werde ich hier dran anhängen an das Video. Das ist Quatsch, ein extra Video da hochzuladen. Das mache ich alles in einem Video. Und ja, bin ich sehr gespannt. Die ersten Sachen sind schon angekommen bei mir. Ich werde 33 Jahre, also gehe jetzt stark auf die 40 zu. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das so alles noch entwickelt. So, ich werde jetzt mal würfeln. Ich habe jetzt eine 3 gewürfelt, also mache ich 3 Kärtchen auf. Einmal 3 Euro, einmal 1 Euro, sind schon 4 und noch 1. Ja, nochmal 4 Euro. Das sind 8 Euro insgesamt. 3 sind 8 Euro. So, das passt. Das passt sehr gut. Da kann ich nämlich 10 reintun. Ich habe hier noch 2 Euro drin. Die kommen raus. Der 10 Euro kommt rein. Und aufgeschrieben wird auch, es sind hier schon insgesamt 20 Euro drin, das ist schon sehr schön. Die Kärtchen tue ich jetzt erst noch beiseite, die mache ich nachher zusammen, das dauert jetzt zu lange. Hier noch eine Karte? Nee. So. Heute haben wir den 31.01.23, 8 Euro, sind wir bei 20 schon, das ist sehr gut. So, wenn noch Geld übrig bleiben sollte, entweder nehme ich das Geld mit in 9 Monat oder ich tue das dann in meine großen Sparziele rein. Das muss ich mal sehen, da weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Das so mache wie letzten Monat, da habe ich es ja auch so gemacht. Mal schauen. So, das kommt erstmal alles weg hier. So, weiter geht's mit Welcome to the Jungle. Dann nehme ich jetzt denselben Würfel nochmal und habe eine 2 gewürfelt. Achso, dann muss ich den Bander jetzt mal aufmachen und das mal rausholen. So, wir waren bei 4 Euro gewesen. Ich habe eine 2, 1, 2 und bin auf einer 7 gelandet, also 7 Euro. Schreibe ich erstmal ein, bevor ich es reinmache. Jetzt sind wir bei 14 Euro schon. So, da tue ich jetzt erst einmal, was waren es gewesen? 7 Euro. 7. 8, 9, wie mache ich denn das jetzt am blödsten? Warte mal, ich kann das so machen. Ich mache 10 rein und noch ein 2er, mache ich so rum. So,
Dann geht es weiter mit Money Street. Dann nehme ich jetzt mal den Würfel. Und habe eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bin auf den Geldsack gekommen. Da muss ich jetzt nochmal aufmachen, sonst kriege ich die Klammer da nicht rein. So, das passt auch gut hier dazwischen. Und der Geldsack sagt, Würfelsparer die dreifache Augenzahl. Uiuiui, na da bin ich jetzt mal gespannt. Ich hoffe, ich werfe jetzt keine 6. Ja, ja, so viel zum Thema. Toll. 18 Euro. 18 Euro. Kann ich hier wieder was wechseln? Das sieht gut aus. Warte mal. 18, 19, 20. Da kommt der 20er hier rein. Da kann ich das wieder wechseln. Das ist sehr, sehr gut. Ne, warte mal, das habe ich mich doch verzählt. 18, 6 Euro hatte ich jetzt drin. Das wären doch 24 Euro. Oder bin ich jetzt blöder? Hä? Bin ich jetzt doof? Warte mal, tue mal den raus, dann mache ich 4er rein. 6 hat man drin gehabt, 18 haben wir dazu gemacht. Ja, 24 doch, stimmt. Ja, da habe ich jetzt verzählt. Wollte schon sagen, sind 24 Euro drin. So, dann geht es weiter mit Super Spario. Da nehme ich mal, nehme ich ihn da mal, ach, schütte die mal alle aus. So. Die weißen nämlich nicht, die sind langweilig. Ich nehme mal den kleinen Grün hier. Und habe eine 6 gewürfelt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Komme ich auf den Pilz. Und der Pilz sagt mir, oh, sieht man das überhaupt? Ne, warte mal, jetzt muss ich anders machen. Das werde ich mal auspacken, dass ich euch mal zeigen kann. So. Dein Spartoff wächst, spare 10 Euro. Das ist gut, die habe ich noch. Da sind wir bei 15 Euro. Kommen rein. So. 10 Euro, sind wir bei 15. Erster. So, dann kommen wir auch zu meinem nächsten neuen Spiel. Das habe ich ja im letzten Video vorgestellt. Himmel und Hölle. Da würfel ich erstmal und dann gucke ich mal, wo ich hin will. Am besten. Jetzt den Grün. Eine 2. Da wollen wir mal gucken. Wenn ich hier lang laufe, wäre das schon mal ein Aktionsfeld. Oder ich spare 5 Euro. Ich glaube, ich bin mutig und ich gehe mal hier lang. Dann muss ich nämlich ein Kärtchen aufdecken. So, bin nämlich auf den Dreizack gekommen, auf dem, jetzt muss ich erst mal gucken, wo der ist. Den haben wir hier.
Da haben wir auch nur zwei Stück davon. So. Ene mene Miste, rappelt an der Küste, ene mene weg und raus bist du. So war zwar auch nicht wirklich richtig, aber ist egal. So. Du sparst heute dein ganzes Kleingeld. Ha. Ja, das ist nicht viel. Das ist jetzt doch nicht so viel gewesen. Das sind nur 2,50 Euro. Ich hätte jetzt echt gedacht, das ist ein bisschen mehr. Naja, dann machen wir eben das so. Wenn das Spiel das so sagt, machen wir das auch. 2,50 Euro. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr gerechnet, aber naja, mein Gott. So, kommt 2,50 Euro rein. Jetzt wird es natürlich dann spannend in dem nächsten Sparspiel, was dann kommt. 2,50 Euro sind 2,50 Euro drin. Das sind der 31.01.23. Weil der Stift schreibt auch nicht so wirklich, den habe ich mir erst neu gekauft. Irgendwie ist der nicht so der Bringer, muss ich sagen. So, das war jetzt ja nicht so erfolgreich gewesen, aber es macht nichts. So, jetzt geht es weiter mit Hüter des Waldes. Das ist auch ein neues Spiel. Wird auch heute zum ersten Mal gespielt. Dann nehme ich jetzt mal, das habe ich natürlich alles schon durch, nehme ich wieder mal den Lilan. Ups, und da habe ich eine 3 gewürfelt. So, 1, 2, 3. 1, 2 und 3. Da bin ich auf den roten Edelstein, 1 Euro. Ja, das ist jetzt, dann sage ich natürlich kein Kleingeld, dann muss ich hier Kleingeld rausnehmen aus meiner kleinen Spardose. So. Ist auch wieder so glattes Papier. Ich hoffe, der kann da einigermaßen schreiben, der Stift. Das sind 1 Euro. 31.01.23. Könnt man ja gerne mal schreiben, was ihr so für Stifte verwendet. Ich habe bis jetzt noch keinen passenden Stift gefunden für mich. So, jetzt haben wir noch ein Sparspiel und dann ist der Binder auch durch. Und das ist die Drehscheibe des Sparens. Da kann ich immer aussuchen, welchen Ring ich bespare. Ich will aber erstmal drehen. So, grün. Jetzt muss ich mal gucken. 15 Euro kann ich machen. Werde ich den zweiten Ring nehmen, 15 Euro. Es wären auch noch 6 Euro, 3 Euro drin, kann ich alles nicht nehmen, 19 Euro kann ich auch nicht nehmen, 7 Euro auch nicht, geht nur 15 Euro. 15 Euro. So. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Mann, der Stift, der nervt. So, 15 Euro drin. Das ist schön. Das ist ein sehr schönes Spiel. Hat mich gleich verliebt, wo ich das gesehen habe. So, ist mein zweiter Binder auch bespielt. Jetzt will ich euch noch mal zeigen, weil ich mache jetzt einen dritten Sparspielbinder. Der hier war ja früher immer meine Saison-9-Spiele drin. Da werde ich mir im nächsten Monat noch einen anderen Binder kaufen, wo die reinkommen. Das wird jetzt mein genereller dritter Sparspielbinder. Da habe ich nämlich schon mal drin einmal die Froschkönigin. Das spiele ich aber erst nächsten Monat. Ja, und erstmals war da nichts drin. Da kommen auf alle Fälle noch ein paar Sparspiele dazu. Und wie gesagt,
Ich will das dann so machen, dass ich immer, ich habe jetzt drei Banner mit Sparspielen. Ich will das dann so machen, dass ich immer wechsle. Jetzt habe ich ja die beiden bespielt. Nächsten Monat spiele ich einen von den beiden nicht und spiele dann dafür den. Und es wird dann halt immer so gewechselt. Das ist jetzt meine Idee dahinter. Und ja. So, jetzt habe ich noch 40 Euro übrig. Entweder mache ich die in meine Spar-Challenge rein, in das Cocktailglas. Oder ich nehme das mit ins neue Jahr. Oder noch besser, nee, ich glaube, ich werde es anders machen. Ich glaube, ich werde Hälfte-Hälfte machen, dass ich hier 20 rein tue und vielleicht noch 20 Euro hier rein tue, weil das will ich ja endlich mal fertig kriegen. Fertig mit besparen und das wird in die Zahnreinigung mit reinwandern. Da brauche ich dann nächsten Monat nicht so viel reinmachen. Genau, so mache ich das auch. Da kommen hier nochmal 20 Euro rein. Das ist eine gute Idee. Da habe ich hier nämlich schon 110 Euro drin. So, dann macht das schon mal weg. Da ist das nächsten Monat auch endlich abgehakt. So. Und die 20 Euro werde ich jetzt hier mit reinmachen, mein Shoppinggeld. Da ich hier nämlich schon die ersten 40 Euro drin. Und dann haben wir die Spiele auch alle durchgespielt und alles verspart. Wie gesagt, ich kann eh nur 200 Euro Minimum besparen. Mehr geht nicht bei mir. Geldmäßig. 10 und 10. Haben wir hier 40 drin. So. Fertig. Haben wir das auch erledigt. Das ist schon mal gut. Da finden wir auch nur noch 110 Euro. Dann ist das auch schon abgehakt wieder. So, perfekt, freue ich mich drauf. Ich werde auch nur eins davon spielen, ich habe mir ja zwei bestellt. Ich will nämlich, dieses Jahr habe ich jetzt schon mehrfach erzählt, dass ich ein kleines Gewinnspiel machen möchte. Und da brauche ich so ein bisschen was, was ich in euch verlosen werde. Und das werde ich auch machen. Ich weiß noch nicht wann genau, ich will jetzt erstmal ein bisschen was ansammeln, was sich dann lohnt, auch wirklich zum verlosen. Wer mich schon länger kennt, auch von meinen anderen Duftkerzen-Videos, der weiß, dass ich immer relativ viel Verlosung mache. Dieses Jahr werde ich wahrscheinlich nur eine machen, das muss ich mal überlegen mir. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, was jetzt noch so eintrudelt demnächst an Geschenken. Und ja, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, was ihr so von haltet, allgemein von Sparspielen. Könnt mir gerne mal in die Kommentare unten schreiben, spielt ihr auch Sparspiele oder spart ihr einfach normal? Und ihr könnt mir ja gerne mal, wenn ihr wissen wollt, wie viel ich schon insgesamt so gespart habe, jetzt insgesamt komplett. Ich mache das seit letztes Jahr Juli bis heute. Und wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare unten schreiben, wie viel Geld ich ungefähr schon gespart habe, wer das wissen möchte. Ich mache ja jetzt nicht so die Bücher, wie die meisten Budgeting-YouTuberinnen, weil ich kann nur 200 Euro versparen, das alles andere geht alles online ab, weil ich mache eigentlich nur Online-Banking und da geht alles immer ab bei mir. Und ja, da wünsche ich euch auf alle Fälle noch ein schönes restliche Woche, eine schöne restliche Woche und einen schönen Start dann später ins Wochenende. Und wie gesagt, hier im Anschluss kommt dann gleich meine ganzen Geburtstagsgeschenke, die ich bekommen habe. Die werde ich dann auch komplett abfilmen. Ich muss mal gucken, wie ich es mache, weil ich kriege auch relativ viele Sparspiele zugeschickt, die ich mir aussuchen durfte. Entweder werde ich das zuerst anhängen und danach meine Kerzen, die ich alle bekommen habe. Muss mal gucken, wie ich es mache, oder ich mache beides zusammen, mal schauen.
Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Hallo meine Lieben und willkommen zurück. Ja, jetzt der zweite Teil von dem Video. Und zwar möchte ich euch heute meine Geburtstagsgeschenke zeigen. Es ist nicht gar so viel. Ich habe auch noch ein bisschen was anderes bekommen. Ein paar Klamotten, ein bisschen Geld. Und ich habe hier drei mittlere Hauswarmer stehen. Und ein paar Daylights von Country Candle. Das sind die von der Weihnachtskollektion. Die habe ich auch noch bekommen. Und ja, die möchte ich euch heute zeigen. Ich habe nämlich heute Geburtstag. Und ja, da kann ich euch das jetzt mal schnell zeigen. Ich fange erstmal mit den Daylights an. Und zwar fangen wir an mit den Wine Brûlée. Muss irgend so ein Punsch sein. Bin mal sehr gespannt drauf. Also Wein hätte ich jetzt nicht rausgehoben. Also das ist irgendwie jetzt so weinmäßiges. Es riecht sehr süß. Bisschen Orange rieche ich raus, bisschen Sternanis, aber ganz leicht im Hintergrund. Ja, es könnte so ein Punsch sein, aber ich würde jetzt eher sagen alkoholfreier Punsch. Ja, bin ich gespannt, werde ich auf alle Fälle warm testen. Wäre jetzt aber kein Kerzenkandidat für mich. Dann geht es weiter mit den Nativity, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Da sind solche rote Weihnachtskugeln abgebildet. Das wäre für mich absoluter Badezimmerduft, weil das riecht für mich wie eine Bodylotion. Sehr cremig, leicht süß, floral, finde ich. Hat jetzt für mich weihnachtlich eigentlich gar nichts zu tun. Ja, irgendwie wie so eine Bodylotion, finde ich. Cremig, leicht pudrig, süß, floral. Ja, riecht interessant, muss ich sagen. Wäre jetzt aber auch kein Kerzenkandidat für mich. Werde ich auf alle Fälle auch testen. Dann das ist der Christmas Time in the City. Ich glaube, der ist relativ begehrt. Ist auch schönes Wachs. So ein bisschen fliederfarben. Ja, der ist schön, der ist wirklich weihnachtlich. Sehr frisch. Rein. Auch leicht parfümig. Ja, geht so ein bisschen in so eine, ja, wie wenn du in so einem Tannenwald bist, so weihnachtlich, winterlichen Tannenwald, wo alles noch mit Schnee bedeckt ist. So ein bisschen Baumharz, riecht man auch so raus. Man riecht Tanne, also Tannenwald riecht man auf alle Fälle frisch. Ja, wie so ein schöner Weihnachtsspaziergang, Winterspaziergang durch den Wald, durch so einen Tannenwald. Ja, richtig interessant. Das Label passt zwar jetzt nicht so wirklich dazu, zu dem Duft, aber ist ein schöner Duft, hätte auch ein grüner Duft sein können. Dann geht es zu einem Duft, der ist auch sehr interessant. Das ist ein Kaschmirduft, das ist der Candy Cane Cashmere. Da ist so eine Tasse abgebildet mit so einer Pfefferminzstange drin. Und ich glaube, der ist auch recht beliebt. Ja, Pfefferminz riecht so total. Es hat was Pudriges. Auch man nimmt wirklich den Kaschmir wahr. Also wie so eine Kaschmirdecke. Und es riecht nach, ich würde jetzt eher sagen, so ein bisschen After Eight Richtung geht der. So ein bisschen schokoladig auch. Mit Pfefferminz. Ja. Der ist nicht schlecht. Der riecht auch sehr intensiv. Wäre ein Kerzenkandidat. Muss ich sehen. Bin ich gespannt drauf, den zu testen. Dann geht es weiter mit einem Keksduft. Das ist der Holiday Sweets. Sind so Kekschen abgebildet mit Glasur. Ja. Also die Keksnote nimmt man definitiv wahr, ist ein Fruity-Duft. Man nimmt auch so ein bisschen das Süße wahr, die Zuckerglasur so ein kleines bisschen. Ich finde, hier ist auch ein bisschen Pfefferminz mit drin. Nicht so stark wie in den hier. Der ist eher im Hintergrund, hier kommt eher die Teignote raus, die Keksnote. Auch interessant.
Riecht auch sehr intensiv. Gefällt mir bis jetzt auch sehr gut. Dann geht es weiter mit Milk and Cookies. Das haben ja auch schon andere Hersteller gehabt. Ich glaube, Country Candy hat auch so einen Duft schon mal gehabt. Die riechen auch fast alle gleich. Ja. Obwohl der hier mehr nach Keks riecht. Danach kommt die Milch und so ein bisschen Honig. Ist auch ein sehr schöner Duft, Foodie-Duft. Vanillig. Für die Maggi-Nasen ist er, glaube ich, nichts, weil ich glaube, der hat einen leichten Hang zum Maggi. Mag nicht jeder. Ich finde ihn ganz interessant. Ich werde ihn testen. Dann geht es weiter mit Holiday Cake. Das scheint auch ein Kuchenduft zu sein. Bin mal sehr gespannt drauf. Der riecht für mich jetzt nicht wirklich nach Kuchen. Also mir fehlt die Teignote irgendwie. Man nimmt wirklich das Vanillefrosting so ein bisschen wahr. Der geht in so eine ähnliche Richtung wie Vanilla Cupcake. Plus bei Vanilla Cupcake hast du mehr die Vanille wahrgenommen und auch mehr den Teig. Das ist eher so eine abgeschwächtere Form. Ich rieche jetzt nicht gar so viel von dem Duft. Werde ich testen. Bin ich mal gespannt, aber der sagt mir jetzt im Moment nicht so wirklich zu. Und dann zu guter Letzt habe ich den Holly Mistletoe. Ja, ist ja auch von verschiedenen Herstellern, das ist ja alles so ähnlich. So ein Nistelzweig. Ja, der riecht richtig schön grün. Leicht süß, das sind wahrscheinlich die Beeren, die da dran hängen. Riecht auch ein bisschen nach Bad, nach Erkältungsbad, so ganz leicht. Aber ich finde ihn interessant. So einen ähnlichen Duft hat Country Candle schon mal gehabt. Ist aber viele, viele Jahre her. Quatsch, Yankee Candle. Kann ich mich noch erinnern, das ist aber ganz lange her schon. Die hatten so einen ähnlichen Duft mal. Ja, interessant. Ist jetzt nicht auch nicht jedermanns Sache, muss ich sagen. Aber ich finde ihn interessant, riecht auch sehr intensiv. Wäre vielleicht auch ein Kerzenkandidat. Ich habe insgesamt jetzt von den ganzen Düften 4 Favoriten. Das ist einmal der Candy Cane Cashmere, den ich testen will. Den Milk and Cookies. Und ich glaube, Goose Quick hatte den ähnlichen schon mal gehabt. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Da kommt mir sehr bekannt vor. Dann Holiday Sweet. Und den Holly Mistletoe. Das sind so meine 3 Favoriten. Die anderen 4er, muss ich sagen, ist jetzt nicht mein Ding, muss ich sagen. Der Christmas Time in the City, weiß ich nicht. Der Holiday Cake, der ist mir zu schwach. Der Nutty Fighty Fitty, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, der ist jetzt auch nicht so meins. Und der Wine Poulet ist von den 3, die ich euch jetzt zuletzt gezeigt habe, noch mit der beste. Aber wäre jetzt kein Kerzenkandidat für mich. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Düfte auch schon habt, ob ihr die schon anhattet. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. So, dann geht es weiter mit den Kerzen. Und zwar habe ich 2 von Yengi und eine von Partylight, meine erste Partylight-Kerze. Das habe ich hier von meiner Nachbarin bekommen. Und zwar ist das der Duft Raspberry Macaron. Ich habe von Partylight, glaube ich, noch nie eine Kerze gehabt, immer nur Sampler und sowas. Ist auch relativ locker, der Deckel, also ist relativ billig verarbeitet. Der hält auch nicht wirklich. Es sind insgesamt, jetzt muss ich mal gucken, wo hier die Grammzahl drauf steht. Steht gar nicht drauf. Ich glaube, das sind die großen Kerzen von Partylight. Nee, steht nicht da. Schade. Und ist ein sehr geiler Duft, das ist ein 3-Docht-Kerze. Schöner Macaron-Duft, der geht in so eine Richtung wie der von Yengi, der Macaron, der grüne. So in die Richtung geht er. Schöne Vanille-Macaron. Teigig, vanillig, süß, üppig, muss man mögen, solche Foodie-Düfte. Sehr, sehr intensiv, ich bin gespannt drauf, wie der wird. Ich werde den wahrscheinlich anmachen, mal testen. Wie gesagt, das ist meine erste Kerze. Und Raspberry rieche ich gar nicht raus, weil es soll ja Raspberry-Macaron sein. Null. Also rieche ich überhaupt keine Himbeere. Also überwiegend nur Vanille und den Teig, den Keksteig.
Frucht rieche ich gar nicht. Hätte auch Vanilla-Macaron sein können, der Name. Mal gucken, vielleicht entwickelt sich das noch, wenn ich es anhabe. Dann habe ich noch bekommen von Yankee Home Inspiration, das ist die 340 Gramm Variante, den Chocolate Strawberries. Und der riecht haargenauso wie der normale Strawberry-Duft. Den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das war mal ein Standardsortiment viele Jahre. Genau danach riecht der auch. Schöne, süße Erdbeeren. Ich finde natürliche Erdbeeren mit extrem viel Zucker. Ich finde eigentlich auch, es riecht sogar noch ein bisschen unreife Erdbeeren. Irgendwie mit. Eine ganz leichte Teignote hat das auch mit drin, so ganz leicht, aber nur im Hintergrund. Eine ganz leichte Vanillenote auch mit. Ich bin gespannt, wenn der warm ist, wie der performt. Also alle Home Inspiration Düfte sind nicht mega stark. Ich hatte aber jetzt schon zwei, drei gehabt, die haben mich echt umgehauen. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, habe ich auch noch nie gehabt von Home Inspiration. Das ist ja die billige Variante von Yankee. Gibt es einen Rossmann, gibt es überall eigentlich mittlerweile. Und dann habe ich noch einen Herbstduft bekommen. Das ist der Pumpkin Harvest. Kenne ich auch noch nicht. Ich glaube, so einen ähnlichen gab es auch noch von der normalen Kollektion von Yankee. Hat auch viel Vanille drin. Ich glaube, man kann es ein bisschen erkennen, dass hier so weiße Punkte auf dem Deckel sind. Das ist immer so, wenn die Kerze relativ viel Vanilleanteil hat. Und die ist mega intensiv. Richtig üppig, vanillig, leicht buttrig auch irgendwie mit. Also wirklich dekadent. Ich hoffe, dass die wirklich gut performt. Kenne ich wie gesagt auch noch nicht. Geht in so eine ähnliche Richtung wie der blaue Duft von Sensi. Da gibt es ja auch so einen blauen Pumpkin-Duft mit Lakritzer. So ähnlich riecht er auch, bloß ohne Lakritz. Geil. Riecht wie so ein, nicht wie so ein natürlicher Kürbis, also der jetzt noch auf dem Feld ist, sondern wie schon ein bearbeiteter Kürbis, wie so eine Kürbissuppe oder so. Oder Kürbiskompott oder irgend sowas. Ist auch eine leichte Prise Zimt mit bei. Also ein sehr schöner Herbstduft. Ich glaube auch ein bisschen Vanille. Aber auch sehr, das riecht mal wirklich extrem schwach aus. Eher im Hintergrund. Aber ich finde ihn schön. Ich werde ihn auf alle Fälle testen. Und ja, geschenkt nehme ich das ganz gerne mal. Ich hätte mir wahrscheinlich auch selber mal gekauft irgendwann. Und ja, gibt es ja mittlerweile relativ viele Düfte von Home Inspiration. Das ist ja zurzeit ein extremer Boom. Es sind ganz viele Düfte, die ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen habe in meinem Leben. Von Home Inspiration, wie die zwei zum Beispiel. Die habe ich vorher noch nie gesehen irgendwo. Und ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr so Erfahrungen gesammelt habt mit Home Inspiration, mit der billigen Discounter oder Drogerie-Variante. Und ja, das war es auch schon. Wie gesagt, es war nicht viel Düfteliges, aber das reicht mir auch. Ich habe noch genug, was ich aufbrauchen will. Ich komme auch im Moment gar nicht zum Aufbrauchen, arbeitsbedingt. Und ja, das war Teil 2. Danach kommt Teil 3 in diesen Anschluss. Da werde ich meine Sparspiele zeigen. Die ersten Sparspiele sind schon gekommen. Die habe ich schon länger hier liegen. Die packe ich dann mit euch zusammen aus. Und es kommen aber jetzt noch die Woche noch 3. Da so lange warte ich noch, damit sich das ein bisschen lohnt, das Video. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Hallo meine Lieben und willkommen zurück. Ja, es ist soweit. Ich habe jetzt alle meine ganzen Sparspiele bekommen, die ich bestellt habe. Es sind insgesamt 6 Stück. Die werde ich euch jetzt hier zeigen. Und vorher zeige ich euch mal das kleine Buchlein. Das ist so eine Fächermappe. Die habe ich mir nämlich heute geholt bei Teddy für 2 Euro. Das habe ich nämlich bei der Budget Lounge gesehen. Hier bei YouTube. Und das ist nur so in Fächer gemacht. Da kann man alles Mögliche reintun, Bastelutensilien oder irgendwas anderes, Sticker oder seine Sparspiele. Und ich habe hier meine Sparspiele drin. Die passen da auch voll gut rein. Hier sind meine ganzen Wintersparspiele drin und meine Herbst-Sparspiele.
Sparspüle, meine Sommersparspüle, das sind auch recht große Fächer. Aber da passt ordentlich was rein. Und da kommen jetzt meine ganzen Sparspiele rein, die ich jetzt im Moment nicht bespiele. Ich werde nochmal gucken, ob ich nochmal so eins bekomme. Bei uns war das jetzt das letzte, was da lag. Das werde ich mit verlosen, so eins, wenn ich nochmal so eins bekomme. Das kommt dann in meine Verlosung mit rein, die ich machen will. Und ja, ist eine geile Idee. Dann geht es weiter, und zwar habe ich bei der Finanzgräfin bestellt. Ihr bekanntes Spiel, Pirates of Treasure. Hier ist ihre schöne Karte dabei. Ich sagte, ich werde wieder alles unten verlinken in der Infobox. Und das war noch ein schöner Sticker mit dabei, der kommt auch mit in die Verlosung. Und hier ist das schöne Spiel, ist aber nur das Spiel, also ohne Magnet, ohne Würfel, ohne Budget Sheet. Es gab nur das normale Spiel. Das war aber dann auch nicht mehr gar so teuer, deswegen habe ich mir das gleich geholt. Das wandert mit in mein Sommersparspiel rein. Das werde ich mit im Sommer dann spielen, so im Juni, Juli rum. Das sind relativ große Sparziele, Sparspiele, Quatsch. Sparsummen, jetzt habe ich es. 15 Euro, hier haben wir 10 Euro, nochmal 15, 20. Ich glaube, wenn man auf die Flagge kommt, muss man, glaube ich, sogar 30, genau, das ist das Höchste, bezahlen. Und ja, das werde ich definitiv spielen im Sommer. Kommt das mit zu meiner anderen Schatzinsel von der Susan. Und ja, freue ich mich drauf. Ist ja auch relativ bekannt, hat eigentlich fast jeder. So, dann geht es weiter mit Sternsart. Werde ich auch wieder alles verlinken. Da habe ich mir auch was Schönes bestellt. Einmal das schöne Kärtchen von ihr. Ist relativ neuer Shop. Und werde ich, wie gesagt, auch wieder alles unten verlinken. Dann war es schöne Kärtchen. Das macht sie, glaube ich, selber, die Karten. Habe ich mir auch schon durchgelesen. Dann war noch ein Goodie mit dabei, oder nee, mehr gesagt zwei Goodies. Wieder einen schönen Sticker, der wieder in die Verlosung wandert. Und zwei Goodies, die wandern auch in die Verlosung. Einmal die 52-Wochen-Challenge, das ist ja nicht so mein Ding. Das wandert auch mit in die Verlosung. Und dann einmal ein kleines Rätsel, wo man hier die Sparbeträge sparen tut, das kommt auch mit in die Verlosung mit rein. Das ist auch eine schöne Idee. Dann habe ich bekommen einmal den Würfel mit Spielfigur, mit Magnet. Werde ich mir auf alle Fälle aufheben, die Magnete alle. Ich nehme mir meine eigenen. Hier ist der schöne Würfel. Dazu gab es zwei Tracker. Sparen im Garten heißt das Spiel. Und hier ist das schöne Spiel. Schon, man kann es einigermaßen erkennen. Das ist Sparen im Garten. Hier hinten sind die ganzen Beschreibungen drauf, die ganzen Aktionsfelder. Und hier oben ist der Start und hier unten ist das Ziel. Ist ein ganz schönes Spiel, ganz süßes Spiel, sind auch nicht gar so hohe Beträge. Ich glaube, das höchste sind ja 3 Euro, was ich hier auf Anhieb lese. Und von Aktionsfeldern her ist 10 Euro hier das höchste. Ist absolut legitim. Das kommt auf alle Fälle auch in meinen Sparspielebänder mit rein, in meinen dritten. Das habe ich mir bestellt. Das durfte nicht fehlen in meiner Sammlung. So. Dann habe ich noch bestellt bei Sally und Tommy. Da habe ich nämlich das neue Spiel bestellt, was relativ neu online ist. Und ich durfte mir sogar noch was aussuchen. Hier ist die Rechnung. Und zwar durfte ich mir aussuchen, dass... Ach, hier ist auch nochmal ein Sticker, gar nicht gesehen. Kommt auch mit in die Verlosung. Und zwar durfte ich mir das Spiel noch aussuchen mit Sporttracker. Das ist das Merry Christmas Spiel, das ist ja relativ bekannt. Das haben ja die meisten Budget-YouTuber. Und das durfte ich mir aussuchen, weil ich jetzt Geburtstag hatte am 1.2.
Und das werde ich dann spielen, wenn mein Cocktailspiel, mein Spar-Challenge-Spiel zu Ende ist, werde ich das dann anfangen. Und ja, fand ich ganz niedlich. Das wird dann hochwertig verarbeitet mit Tracker. Freue ich mich drauf. Dann habe ich ein Dashboard bekommen und das so heißt auch das neue Spiel. Der kleine Prinz. Finde ich cool, dass jetzt überall Dashboards mit dabei sind. Da habe ich noch zweimal, nee, viermal sogar den Tracker bekommen. Doppelseitig bedruckt. Dann habe ich noch ein, na, wie heißen sie? Jetzt komme ich nicht drauf, wie es heißt. Wort. Na, jetzt komme ich nicht drauf, wie es heißt. Platzhalter, jetzt habe ich es. Einen Platzhalter habe ich noch bekommen, einlaminiert. Wo, bin ich mal gespannt, da habe ich noch nie gearbeitet damit, mit Platzhaltern. Bin mal gespannt, wie das so wird. Das war noch mit dabei in der Bestellung. Der Würfel mit Spielfigur war mit dabei. Und das allgemeine Spiel. Hinten sehen wir dort die Beschreibung drauf und die kleine Geschichte, die lese ich jetzt nicht durch. Ist ja, soll ja kleine Überraschung bleiben. Hier ist der Start und hier ist das Ziel. Und das kommt mir irgendwie bekannt vor, weil ich meine, das gab es bei Kika mal als Trickfilm irgendwie. Das kommt mir total bekannt vor. Mit dem kleinen Junge, der so eine Blume sucht. Ich glaube, das gab es bei Kika mal. So eine Trickfilmserie, so eine Kinderserie irgendwie. Und das ist relativ neu. Das ist, glaube ich, erst seit 1, 2 Wochen online in ihrem Shop. Und ja. Freue ich mich drauf, das spielen zu können. Das habe ich mir bestellt. Weiter geht's mit Konfetti Budget. Habe ich einmal den schönen Würfel, den habe ich noch nicht, ist so hellblauer. Total geil. Dann habe ich noch ein paar Goodies bekommen, ein paar österliche Stickers. Die werden auch wieder in die Verlosung wandern. Weil ich brauche jetzt nicht so wirklich Sticker. Das ist jetzt, das sind so ein bisschen, ja, so Pausch. Wie heißen die Dinger? Die Schaumstoffsticker da. Aber ich weiß jetzt nicht den Namen davon. Die Tüte hebe ich mir auf. Ich habe ein paar Stickerchen bekommen, österliche. Die kommen auch mit in die Verlosung mit rein. Und einen sehr geilen Schmetterling. Ein bisschen Regenbogenfarben scheint mir der. Der kommt auch mit in die Verlosung dann rein später. Dann habe ich noch ein Spiel bekommen. Oder mehr gesagt, eine Challenge. So eine Ausmal-Challenge. So eine Libelle. Sparen nach Würfelzahlen. Da legt man hier die Farben fest und wie viel die Farben kosten. Und ja. Und da würfelt man dann und dann kann man halt, wenn man eine 2 hat, zwei Felder ausmalen und da entscheidest du halt, was du haben möchtest. Wie jetzt, wenn du hier die Libelle grün haben möchtest, malst du dann zwei Felder grün aus. Und was weiß ich, grün wären dann, keine Ahnung, 2 Euro, 1 Euro. Das kommt auf alle Fälle auch mit in die Verlosung mit rein bei mir. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Spiel. Hier ist noch der Magnet. Dann nehme ich wieder meinen eigenen Magneten. Ach, hier ist auch nochmal ihre Karte. Ich werde wieder, wie gesagt, ich werde alles unten verlinken. Hier ist ihr Etsy-Shop und ihr Instagram-Profil. Werde ich wieder alles verlinken. Und hier ist ihr eigenes Spiel. Und zwar ist das auch ein relativ neuer Shop, muss ich dazu sagen. Und es ist das Spiel. Mickey und das Meer. Erkunde mit Mickey das Meer und treffe neue Freunde. Und ja, finde ich ganz geil. Hat auch relativ viele Aktionsfelder, die dann hier drinnen stehen. Und ja, das musste ich mir unbedingt holen. Dazu gab es zwei Tracker. Aber da ist süß gestaltet. Und bin ich sehr gespannt drauf, wie das sich spielen lässt. Das kommt auch in meinen dritten Binder mit rein, Sparspielbinder. So, ah, jetzt machen wir erstmal das, genau, das Große. Weiter geht's mit der Organizer Lady. Hat auch einen YouTube-Kanal, werde ich alles unten verlinken. Und zwar habe ich mir da
wieder ein bisschen Nachschub besorgt, und zwar hier die ganzen Hüllen. Ich habe nämlich keine mehr, nicht viele mehr. Jetzt habe ich mir wieder neue geholt. Ich glaube, es sind 10. 1, 2, 3, nee, es sind 5. Man konnte nämlich aussuchen, ob man 5 oder 10 haben will. Die reichen erstmal für meinen dritten Binder. Da brauchte ich Nachschub. Die habe ich mir bestellt. Und dann habe ich mir ihr Sparspiel bestellt. Das gucken wir uns gleich an. Ich packe erstmal alles aus, was hier schönes drin ist. Na, komm raus. So. Ach, das ist schön. Sie benutzt auch relativ große Magnete. Das finde ich klasse. So ähnliche nehme ich ja auch. Das ist schön. Dann waren solche Sticker dabei. Habe ich auch noch nie vorher gesehen. Die waren dann auch wieder ins Überraschungspaket, ins Gewinnspiel. Dann war der einlaminierte Tracker dabei, den es dazu gibt. Und das allgemeine Spiel. Und zwar ist das das Spiel Die Reise deines Lebens. Und das ist ein bisschen angeglichen an Spiel des Lebens. Ich weiß nicht, ob jemand das kennt. Ich habe es selber auch noch nie gespielt. Und ich meine, genau, man fängt ja bei dem Baby an. Das ist jetzt kein Würfelspiel in dem Sinne, weil man rückt immer eins weiter. Man fängt als Baby an und hört dann als sagen wir mal, als Gestorbener wieder auf. Dann wird man so ein Engel. Und es sind immer hier solche Sachen. Hier kommt man in den Kindergarten. Hier kommt man irgendwie, ich glaube, hier kommt man in die Schule. Und da hat man hier die ganzen, ich lese das mir jetzt auch alles nicht durch. Herzlich willkommen auf der Welt, du kleiner Pups. Und hier ist dann, wäre dann hier das Ende. Schön, dass du auf der Welt warst. Du warst für viele Menschen etwas ganz Besonderes. Seid stolz auf dich. Und es sind auch relativ große Beträge, sehe ich gerade. Also das Spiel kann ich auch nicht immer spielen. Das werde ich auch nur einmal spielen im Monat. Ich glaube, hier der größte Betrag, den ich jetzt hier auf Anhieb sehe, sind 30 Euro. Der geringste ist hier, glaube ich, 7 Euro. Ja, genau, 5 Euro. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das spielen lässt. Sowas in der Art hatte ich auch noch nicht gehabt, so ein Sparspiel. Bin ich sehr gespannt drauf und ja, das durfte jetzt auch bei mir einziehen. Freue ich mich drauf. Und zu guter Letzt das i-Tüpfelchen überhaupt bei der lieben Bucket in Pocket. Das kam auch heute an. Ein übelst geiles Spiel. Habe ich auch bei noch keinen gesehen. Hier ist schon mal ihre Kärtchen. Werde ich, wie gesagt, alles wieder unten verlinken. Die ganzen Instagram-Profile. Und ja, bin ich gespannt. Da habe ich wieder ein schönes Spiel bekommen. Die Tüte hebe ich mir auch mal auf. Und zwar habe ich erstmal einen, hier sind die Magnete, die nehme ich eh nicht, die sind mir zu klein. Nehme ich wieder meine eigenen, einen übelst geilen Würfel. So ein bisschen Gletscherblau, richtig schön durchsichtig. Lässt sich schön spielen, bin ich sehr gespannt drauf. Wieder ein geiler Sticker, der kommt auch wieder in die Verlosung. Hier sind die Spielkarten, ich kann sie euch mal kurz zeigen. Wenn ich es aufkriege. Oh, die sind sogar einlaminiert. Ist ja mal mega geil. Na, jetzt kriege ich sie nicht raus. Na, geh raus. So. Das sind die Kärtchen, wo die Ereignisfelder sind. Ist auch total geil beglitzert. Ist, glaube ich, auch so eine Folie, was da genommen wird. Ist die Kutsche mehrfach. Dann so eine Standuhr. Also hat so ein bisschen auch barockmäßig irgendwie das Spiel. Hier sind die Schüchen. Ich weiß nicht, ob jemand schon weiß, um was es sich hier handelt. Ein sehr bekanntes Märchen. Ich will jetzt gar nicht auf den Karten vorne drauf gucken, was da drauf steht. Dann gab es den Tracker dazu. Ist nur einseitig, das macht aber gar nichts. Und jetzt kommen wir zu dem übelst geilen Spiel. Hier ist die Anleitung drauf, das lese ich mir alles nachher mal durch.
Und hier ist das schöne Spiel, ist so ein bisschen Cinderella angelegt. Hier oben ist der Start und hier unten ist das Ziel. Und ich weiß nicht, ob man das erkennt. Wenn man auf so ein Feld ist, kann man selber aussuchen, was man spart. Entweder 7 € oder 3 €, 5 € oder 1 €, 10 € oder 5 €, 3 € oder 2 €. Und das fand ich so geil, das habe ich auch so in dem Sinne noch kaum noch gesehen. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen kleiner als die anderen Sparspiele. Ja, es macht aber gar nichts. Ich kann ja mal kurz gucken, wie sich das macht in dem Binder. Und das ist wirklich mein Highlight. Das war auch nicht gerade billig gewesen. Kann mal kurz gucken. Die kommen ja hier sowieso alle gleich hier rein. Ja, nee, reicht. Nee, sieht gut aus. Das passt. Die mache ich schon eh gleich alle hier rein. Dann nehme ich euch dann auch noch mit. Und ja, hier sind die ganzen Aktionsfelder. Und dafür nimmt man ja dann auch die Kärtchen hier. Obwohl, ich werde eins mal aufdecken, einfach mal um zu sehen, was das ist. Ich mache mal hier so einen Schuh. Gucken, ob ich es lesen kann. Der gläserne Schuh. Du verlierst deinen wunderschönen gläsernen Schuh auf den Ball. Spare deine Schuhgröße. Oh. Oh ja, das wäre bei mir die 46. Ja, das ist schon eine Stange Geld. Aber man könnte ja auch die Quersumme wieder nehmen oder 4,60 € oder so. Das kann man ja machen, wie man will. Geil, bin ich gespannt. Da freue ich mich drauf. Ja, und das musste ich unbedingt mir bestellen. Und ja, das war auch schon meine neuen Sparspiele, meine 6. Ich werde die jetzt hier noch reinmachen in den Binder, dann nehme ich euch noch mit. Da werde ich erst mal. Warte mal, dann mache ich erst mal das hier. Mein Cinderella-Spiel. Ist auch geil, wie das so glitzert. Gefällt mir total gut. Hier kommt der Tracker rein. Die Kärtchen tue ich extra weg, die kommen hier nicht mit rein. Weil es wird mir dann zu voll, wenn dann hier noch das ganze Kleingeld und die Scheine reinkommen. So, dann kommt hier das neue Spiel von Sally und Tommy rein. Das ist schon etwas größer, wie man sieht. Finde ich aber gar nicht schlimm. Da kommt erstmal das Dashboard rein. Und die zwei Tracker, oder die vier Tracker mehr gesagt, ist auch ganz glattes Papier. Bin mal gespannt, wie sich da drauf schreiben lässt. So, auch sehr schön mit dem Dashboard, finde ich total schön. Wertet das alles noch mal ein bisschen auf. So, die mache ich dann separat rein. Dann kommt mein Bärchenspiel. Das kommt hier rein. Auch sehr schön hartes Papier, also starkes Papier. Nicht so lavetes. So, und hier kommt jetzt mein Spiel des Lebens rein. Und dann haben wir, ach nee, eins fehlt ja noch. Nee, dann mache ich hier meinen, na, komm her, so jetzt abhauen. Mein Unterwasserspiel. So. Und wie gesagt, ich wollte ja das machen, dass ich zwei Bänder bespiele und dann immer den dritten Bänder, den ich habe, dann immer auswechsel. Also jeden Monat mal einen anderen Bänder nehme. Mal gucken, ob ich das so hinkriege. Wir könnten es natürlich auch so machen, dass ich so lange spiele, bis ich kein Geld mehr habe. Und so weit wie ich komme, komme ich. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das könnt ihr mir ja gerne alles mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Bis jetzt habe ich immer nur mit zwei Bindern gespart. Das ist jetzt hier mein dritter. Ich werde mir dann auf alle Fälle nächsten Monat noch einen vierten holen. Da kommen dann aber überwiegend nur noch meine ganzen
saisonalen Spielereien, wie zum Beispiel die Schatzinsel, Pirates of Treasure, Dice on Ice, das Halloween-Spiel von der Susan und so weiter und so fort. Das wollte ich nämlich separat in eine Binder machen, weil das will ich nur so saisonal spielen. Also quasi, wenn jetzt, na, wann ist Sommeranfang? August? Nee, August nicht. Juni, Juli, Mai, irgend so in die Richtung. Ich glaube ab Mai, Ende Mai, glaube ich. Da würde ich schon anfangen, meine Sommerspiele zu spielen. Das sind ja nur zwei. Und ja, hier ist auf alle Fälle noch Platz für noch ein paar weitere Spiele. Ich bin sehr gespannt drauf, wenn ich die dann das erste Mal spielen werde. Freue ich mich schon drauf. Vor allem auf das hier freue ich mich auch sehr. Der kleine Prinz. Und vor allem auf das hier freue ich mich auch mega drauf, wie sich das spielen lässt. Wie gesagt, das habe ich bei noch keinen gesehen. Das habe ich zufällig mal bei Etsy gefunden. Und ja, musste ich haben. Und ja, und auch das hier bin ich sehr gespannt, wie sich das spielen lässt. Das Schackerspiel habe ich jetzt hier reingemacht. Und ja, das wird jetzt mein dritter Sparspielspender werden. Naja, ein bisschen Platz ist noch, aber gar so viel kriegt er nicht mehr rein. Die werde ich dann nachher noch reinmachen, noch mit. Und ja, das kommt erstmal hier mit rein in meinen neuen Fächerordner. Da kommen, die mache ich hinten mal rein, die Challenge. Kann man auch gleich mal gucken, ob das passt. Na, hier rein. Ja, passt locker. Mega geil. Dann kommt auch noch der Trenner mit rein, den tue ich auch mit hier rein. Und das neue Spiel von der Finanzgräfin, das will ich am Sommer dann spielen, mit der Schatzinsel zusammen. Das kommt hier mit rein. Gucken, ob das auch reingeht. Ja, passt locker. Perfekt. Mega geil, passt schön rein alles. Es verknittert nicht. Und geil. Also das kann ich echt empfehlen. Da könnt ihr mal gucken bei euch im Teddy, ob ihr... Die haben bestimmt noch da welche. Wie gesagt, das war bei mir das letzte gewesen. Bei uns oben, wir haben ja mehrere Teddys hier in Erfurt. Da gucke ich auf alle Fälle, ob ich noch eins, zwei finde. Die tue ich mit in die Verlosung mit rein. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, das war auch schon mein Video gewesen. War jetzt auch relativ lang genug gewesen. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr schon welche kennt von den Spielen. Welche euch interessieren würde. Welche ihr euch vielleicht auch kaufen würdet oder eben nicht kaufen würdet. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.